Willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Moin moin, hier ist der Angelus und wir gehen jetzt hier rein in das Anmeldezelt und melden uns für das Ritterturnier an. Denn es handelt sich um die Quest Gesänge eines Ritterherzens. Ja, der Typ will seine Dame da beeindrucken und Geralt soll am Ritterturnier teilnehmen. Ich hab Bock. Mal gucken. Training haben wir abgeschlossen in der letzten Folge. Auch nochmal danke für den Daumen nach oben bei dem Video. Und ja, jetzt gehen wir hier zur Anmeldung. Liegt das hier oder muss ich den Typen anquatschen? Wir quatschen ihn an. So, mal gucken. Ob das auch kostenlos ist, hier mitzumachen beim Ritterturnier. Hallo. Ich möchte mich anmelden. Natürlich. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Ja. Auf Guillaumes Anforderungen habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Ach ja. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Ravix von Vierhorn? Wer ist das denn? Habe ich wieder was nicht mitgekriegt, oder? Ich nehme als Geralt von Riva teil. Bei diesem Turnier bin ich Ravix von Vierhorn. Ist es vielleicht besser, wenn man vielleicht einen anderen Namen nimmt, damit Guillermo hier besser dasteht vor seiner Dame? Wie hast du von Ravix von Vierhorn eigentlich erfahren? Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Cintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Cool, das war die Mutter von Ciri, Calenta. In Cintra, als es das Königreich Cintra noch gab, bevor es dann irgendwann mal von Nilfgaard platt gemacht wurde. Irgendwie gefällt mir das Banner mit dem Bären. Was hast du denn über Geralt von Riva so herausgefunden? Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Maeve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Yaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Da ist halt diese Brücke drauf, sieht ja irgendwie lame aus. Aber es ist halt sein richtiger Name, ne? Warum soll ich denn Ravix von Vierhorn nehmen? Das gefällt mir eigentlich vom Aussehen besser. Aber komm, wir sind Geralt von Riva. Er hat auch seine Heldentaten und seinem Namen. Ist ja nicht ohne Grund schon etwas bekannter, ne? Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Die Regeln, ja. Das Schild kann ich mir doch im Haus an die Wand hängen, ey. Eide? Für was denn jetzt Eide? So, dass ich nicht schummel oder was? Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Die Tugend, die einem am wichtigsten ist? Also, Geld verdienen ist auch eine Tugend, ne? Okay, ich wüsste gerne was über die Preise. Das ist nämlich das Wichtigste hier, ne? Preise, ey.
Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Wow. Die geil. Allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Ein Schwert aus Nazair? Draußen ist Sturm und Regen aufgezogen, ey, so lange reden wir hier schon drin. Okay, die Herausforderungen, erzähl mir mal von denen. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Okay. Gruppenschlacht wurde nicht erwähnt vorher. Finde ich aber auch gut. Okay, ich weiß Bescheid. Hau rein. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Okay. Ich schwöre beim Reiher, bei meiner Liebsten, bei Straps der Herzogin. Ich schwöre lieber gar nicht. Wir schwören auf Yennefer, komm. Ich schwöre feierlich bei Yennefer von Wengerberg, der Heldin meines Herzens, dass ich die Rittertugenden im Wettkampf achten werde. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Okay. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Nein! Ich hab doch extra meine Rüstung gebaut, ey. Ach, Mann. Hübsch. Nein, außerdem nicht hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück. Wie lange dauert das Turnier? Eigenes Zelt auch noch. Kriegst du eine hässliche Rüstung an. Wah! Widerlich. Okay. Ist ja auch nur für die Dauer des Turniers, ne? Wenigstens habe ich meine Waffen behalten. Alter, ist das schlecht. Gut. Bei Yennefer geschworen, es wird natürlich auch noch was Schönes, oder? Geh zum Schießstand. Damit geht's los. Und das bei dem Wetter. Weg da. Okay, ich bin da. Was macht denn der Liegestützen, wenn es hier um Schießen geht, der eine Typ da eben? Naja, er braucht einen starken Schießarm. Ritterturnier geht los. Okay, auf die Roten nur schießen, ne? Okay, das ist natürlich ein bisschen schwieriger als beim Training. Also sowas. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Ich fahre doch gar nicht. Wenn, dann reite ich. Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll. Was könnte ihn das stehlen? Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Scheiß auf die Sonne.
Ich habe eh keine Karten, um dich dazu zu schlagen. Das wäre für mich Zeitverschwendung. Danke. Ein andermal vielleicht. Du gönnst mir zwar kein Spielchen, aber gleich werden immerhin meine Augen erfreut. Herrin Vivienne müsste jeden Moment erscheinen. Okay. Sonnenbrille wäre mal cool gewesen. Der Schießstand am frühen Morgen. Na, man fängt früh an zu schießen. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Okay. Vivienne lohnt sich doch, oder? Ich glaub schon. Seht nur, Horm Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Mehr nicht? Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Gibt ja nur einen Besten. Okay, nur auf die Roten. Jetzt blendet mich die Sonne. Mal gucken, wie nervig das ist. Okay, geht noch. Upp. Ach, dieser Gestank. Wie kommt er jetzt auf Gestank? Und Geralt erfährt einen bitteren Spagat. Man kann's nicht erraten, das Endresultat. Geralt liegt vorne, die anderen zurück. Sieg. Fertig. Das war noch gut in der Zeit und die Sonne wäre jetzt nicht so schlimm. Früher Morgen, ey, aufgehende Sonne. Nee. Geralt von Riva, er triumphiert, während hingegen sein Gegner verliert. Ich krieg eine neue Armbrust. Hey, blödes Bild. Mit Wappen drauf, geil. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Danke, Herrin. Irgendwie sieht sie so bedrückt aus, die Frau. Was gibt es noch für einen Preis? Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir. So ein bisschen bedrückt sieht sie schon aus vom Gesicht her. Die lächelt nicht so wirklich. Das Medaillon vibriert in deiner Nähe. Das ist kein gutes Zeichen. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Dein Bogen lebt. Geh weg damit. Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Eigentlich erst bemerkt, als sie uns die Armbrust gegeben hat, ne? Also wirklich. Okay, legen wir los. Schnüffeln wir auch noch rum in ihrem Zelt. Toll. Ja, gehen wir. Aber sie sucht aber dann selbst nicht die Hilfe vom Hexer irgendwie und sagt von sich aus, ey, helf mir mal. Du kannst vielleicht einen Fluch brechen. Dafür ist Geralt auch bekannt. Sie ist noch sehr schweigsam und lässt sich nichts anmerken. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um.
Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Ach, wie eine Eule, ja. Nur das kannst du auch rufen wie ein Eichhörnchen. Ist mir echt egal. Okay. Spannende Musik. Oh, da sind Kratzer, glaube ich. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Vielleicht war sie das ja selbst. Es wurde ja gesagt, dass sie nachts nicht mehr gesehen wird. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Mhm. Hier badet sie immer. Schade, dass sie nicht da ist. Alles ist dunkelgrün oder gelb. Offenbar ist Yen nicht die Einzige, die einen Farbtick hat. Na, bei mir hatte Yen immer schwarz getragen. Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Ja? Kompressen? Für was? Für Wunden? Da kommt jemand. Rasch! Ich denke, du willst eine Eule nachmachen, ey. Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Keine Angst, Dame. Wir haben nur in ihren Unterwäschen geschnüffelt. So, geh zum Eingang des Rennparcours. Was sagt er dazu? Was hat er gesagt? Mist. Wir haben gar nichts gemacht. Ich habe nichts angefasst. Die Kompressen sind alle noch da. Und ich habe auch nicht vom Badewasser getrunken. Plötze? Da steht sie. Oder er? Wer weiß das schon. Jetzt kommt das Reiten. Das muss auf jeden Fall besser werden. Also durch Höret die und seht, ihr hochstehenden Herren. Tore. Hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun. Zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall. Linos von Metina. Reinfahren von Atre. Reinfahren, ey. Horm Akersberg von Mech. Donimir von Troja. Von Troja? Guy de Bois-Fresne im Dienste der Herzogin. Delvin von Kregiau. Graf Tai von Dorndal. Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien. Gerald von Riva. Einen Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert. Der Lasst Mountain. Euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Okay. Gut. Gern, wenn es dir nichts ausmacht. Ehe zur Gänze, der Sand durch das Glas. Kannst du dich auch normal äußern? Durchaus nicht. Ehe zur Gänze, der Sand durch das Glas und deine Stute vom Schweiße nass, musst du sie durch diese Tore dort lenken, dazu 5 Bolzen in Ziele versenken. Fallen Attrappen von deinem Schwert, wird dadurch der Sand im Glase vermehrt. Ebenso trägt es zum Sande bei, schießest die Bolzen, du, einwandfrei! Ja, nun müsste alles klar sein. Du wagst es, dich in ein Turnier für Edelleute einzuschleichen? Es war meine Mutter Mewe, Königin von Lyrien und Rivien, die dich in den Ritterstand erhoben hat und die du wenige Tage darauf so schmählich verraten hast. Deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Ehre. Und deine Anwesenheit ist eine Beleidigung meiner Augen. Wenn du fertig bist, geh beiseite
Prinz. Genau. Ich scheiß doch auf unsere deine Ehre. Also wirklich. Begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen im Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Schute von Geralt dahinfliegt und seine Frisur sich adrett in den Wind schmiegt. Jo, Geralt fängt an. Okay. Also 5 Ziele diesmal zum Abschießen. Jetzt wär's was. Weiter so, Plätze. Ach Mann, komm schon. 9 Kontrollpunkte. Oh Mann. Schneller. Und los geht's. Es donnern die Hufe. Es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen. Wer prescht wohl voraus? Nicht reden während des Reitens. Meister Hexer, du suchst nicht. Ich hab keine Zeit. Reden mich jetzt hier noch die Leute beim Reiten an, ey. Ich muss die Augen offen halten. Hab getroffen. Extra Zeit hinzugefügt. Ich fange zu früh an mit dem Zielen. Ich muss warten, bis die Zeit verlangsamt fällt und dann rüber, weil sonst dreht plötzlich hier eine Kurve. Das ist ein bisschen ätzend. Hab ich daneben gehauen? Scharfe Linkskurve. Und das Ziel. Ja, guck mal. Ein bisschen später an den Stick dann geht's schon. Dann ziehe ich nicht mit Plötze nach links oder rechts. Den habe ich wieder erwischt. Oh, der war schön. Das ging schnell. Dann das nächste Männchen. Haben wir auch. So, 4 von 9. Oh! Ah, das war kacke. Wieso sind hier 2 Abzweigungen? Ist das der falsche Weg? So ist es gut. Oder kann man sich entscheiden, welchen man nimmt? Was war denn das bitte? Ah, okay, das führt beides zu diesem Tor hier. Ist also egal, welches man nimmt. Komisch. Eine andere Strecke als beim Training. Hau doch. Was ist mit deinem Kopf passiert? Davon haben wir das nächste Ziel. Komm schon, Gas. Ah, das war doof. Hier ist noch einer. Ja. Gleich nach der Kurve hier. Okay, habe ich noch gekriegt. Nein, ist das knapp. Kann er schnell genug sein? Die Spannung steigt ständig. Das war von der Zeit, hätte es besser sein können. Die eine oder 2 Männchen habe ich, glaube ich, nicht getroffen. Das eine auf jeden Fall nicht. Wo ich da, weil ich das, ja, das Schwert auf der falschen Seite hatte. Und die letzte Scheibe war fies, weil das direkt nach der Kurve kam. Ein großes Abenteuer. Feiern wir, zünden wir helle Freudenfeuer. Zu Ehren der ruhmreichen Ritter, habt Acht. Feiern wir nun die ganze Nacht. Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir ja, Folgendes verzehren. Die besten Speisen, die feinsten Weine. Wer noch lebendig, der holt sich das Seine. Jo, Ritter, was geht ab? Hier, nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank. Yay, danke. Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war? Keine Ahnung.
Wie kindisch. Kindisch? Du rückst doch nicht raus mit der Sprache. Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Vivienne. Geh du voraus. Es hat echt gereicht. Hab echt gewonnen mit der schlechten Leistung. Tja, dann sind die anderen aber echt noch schlechter. Ja, gut. Hätte besser sein können, aber Sieg ist Sieg. Den lasse ich mir nicht mehr nehmen. Einen neuen Sattel also bekommen, auch mit Wappen dran. Mal gucken, ob der auch besser ist von den Werten her vielleicht, als das, was ich jetzt drauf habe auf Plätze. Der Palast, wie schön. Jetzt wird schon wieder Abend, ey. Und? Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Ja. Das meinte ich nicht. Ach komm. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Bislang rate ich nur. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Das Turnier läuft noch. Ich trinke nicht wegen des Turniers. Danke, aber ein andermal. Tut mir leid, ich bin im Dienst. Der ist schon wieder. Deine Anwesenheit bei diesem Turnier ist eine Beleidigung meiner Ehre. Ich bestehe auf Satisfaktion. Dann geh doch ins Bordell. Feigling, berittener Kampf in der Arena. Ich fordere dich heraus. Berittener Kampf in der Arena? Was? Ein anderes Mal. Ich habe doch zu tun. Das Turnier, Leute. Ey, wenn du was drauf hast, gewinnst du halt das Turnier. Schaffst du es nicht, dann halt nicht. Ich habe hier noch zu tun. Duellieren wir uns ein andermal. Du darfst eine Herausforderung nicht ausschlagen. Das wäre unehrenhaft. Du würdest vom Turnier ausgeschlossen. Was wird dann aus Vivienne? Feigling. Na schön. Wir sehen uns in der Hauptarena. Für sowas wird man aus dem Turnier ausgeschlossen? Das gehört doch nicht mal mit zum Turnier. Was ein Depp. Also der andere. Der einen auf dicke Hose machen, ey. Zäh. Möge das Blut, das ich vergießen werde, die Schande deiner Feigheit abwaschen. Bringen wir es hinter uns. Ach, da hinten. Schnell. 3, 2, 1. Laufplätze. Ja, Laufplätze. Dieser Gestank. Er hat mich nicht erwischt. Ja. Warum denn? Komm. Gott, berittener Kampf ist so ätzend. Aua. Pferdepanik? Nee. Plötzlich werd nicht panisch. Da habe ich zu früh gedrückt. Und bam, Junge. So, bist du jetzt zufrieden? Du hast verloren, die du kannst nichts. Die Götter haben mich mit einer Niederlage gestraft. Aus Gründen, die nur ihnen bekannt sind. Aber glaub nicht, dass deine Feigheit vergessen wird. Meine Güte, hörst du nie wieder auf? Das wird jetzt ein für alle Mal geklärt. Ich musste damals das Lager deiner Mutter verlassen, weil jemand anderes meine Hilfe brauchte. Und zwar dringend. Ich konnte und wollte diese Person nicht im Stich lassen. Pah! Das heißt also, du bist zu einer geheimen Mission aufgebrochen und hattest geschworen, sie niemandem zu offenbaren? So ähnlich, nur ohne Schwur. Und ich will die Einzelheiten der geheimen Mission immer noch nicht offenbaren. Kannst du das als Rechtfertigung akzeptieren? Du warst zum Zweikampf bereit und hast dich als wahrer Ritter bewiesen. Also nehme ich dein Wort als das eines Ehrenmannes. Das freut mich. So, jetzt habe ich zu tun. Ein Wort eines Ehrenmannes ist nichts wert. Da steckt ja das Wort Ehre mit drin. Er hat doch noch was getrunken? Pui. Das ist der Nilfgaarder da hinten, oder? Vivienne ist wieder da. Die
Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Okay. Der Gorgon ist echt groß. Aber das Gesicht haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht steht der immer noch da. So ein Stelzbock. Wie die ganze Zeit nur hinterhergafft, ey. Meine Folge Güte. Ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Ja. Es ist ja jetzt Nacht, ne? Oder es wird da halt dunkel. Wo sie sich immer zurückzieht. Okay. Gefängnis eines Ritterherzens immer noch. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach ihr. Okay, stell Vivian zur Rede. Das machen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Heute waren wir schon echt lange dabei. Und ja, morgen geht dann auf jeden Fall das Turnier zu Ende. Und dann jetzt in der Nacht Vivian zur Rede stellen. Könnte vielleicht gefährlich werden, wenn sie wirklich verflucht ist, wenn da irgendwas ist. Die Clown-Spuren in ihrem Zelt, die sind schon ein wenig beängstigend. Also, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Witcher 3 im Ritterturnier immer noch. Also, Dankeschön und bis dann. Tschüss.